Königin und König stachen heraus. Der Hofstaat hielt sich optisch zurück. In Volkringhausen gab es beim Festzug im Gefolge keine Kleider mehr zu sehen, sondern weißes Oberteil mit Jeanshosen. Die Stimmung war, wie sollte es anders sein, allerdings prächtig. Auch am Straßenrand standen so einige Volkringhauser, die ihr Königspaar und die 14 Hofstaatpaare bejubelten. In der gut gefüllten Halle wurde dann gefeiert bis in den frühen Morgen. Vorteil des Schützenfestwochenendes ist, dass es noch einen Tag zum Erholen gibt.